Es ist schon 4 Jahre her, dass Wad al-Zawuri vor dem Bürgerkrieg in Syrien fliehen musste. Ihr Zuhause in Homs wurde von Bomben zerstört. Jetzt lebt sie mit ihrer Familie in einem Flüchtlingslager im Libanon. Als sie hierher kam, bekam sie einen Job für gerade mal $4 am Tag. Mit Hilfe der Organisation Beyond konnte sie eine Schule in der Nähe des Camps besuchen. Jetzt ist die 16-Jährige gerade auf dem Weg zum Poesieunterricht. Nach Jahren des Leids und der Unsicherheit findet Wad endlich ihre Stimme wieder und lernt, Gedichte zu schreiben. Wir sind die Generation, deren Leben verloren ist, deren Träume durch den Krieg zerstört wurden. Wir sind zu früh zu alt geworden. Es ist ein Gedicht über die Widrigkeiten, mit denen Wad als Flüchtlingskind täglich umgehen muss. Sie greifen uns mit Worten an. Ständig wollen die Libanesen wissen, wer ich bin, wo ich herkomme und warum. 2 Stunden Autofahrt vom Camp. Im Bürgerkriegsmuseum von Beirut hat das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen eine Ausstellung über Kunst und Flüchtlinge organisiert. Dieses Gemälde hinter mir ist von Wads Worten inspiriert. Die Gedanken und Gefühle dutzender syrischer Kinder sind in dieser Ausstellung zu sehen. Berührt von ihren Gedichten und Briefen haben sich syrische und libanesische Künstler zusammengetan und nutzen ihre Kreativität, um die Erfahrungen der Kriegskinder in Bildern einzufangen. Ivan Debs ist einer der Künstler. Er war derjenige, der versucht hat, Wads Gefühle auf die Leinwand zu bringen. Das ist keine Traurigkeit, das ist Wut. Ich wollte die Kinder nicht als Opfer zeigen. Die Organisatoren haben die Gedenkstätte bewusst als Ausstellungsort gewählt. Der Libanon litt selbst jahrzehntelang unter einem Bürgerkrieg, der das Land fast zerrissen hat. In Syrien leiden vor allem Zivilisten unter dem Konflikt und junge Leute. Viele der Kinder, die diese Gedichte und Texte geschrieben haben, sind selbst Opfer dieses Krieges. Sie haben ihr Zuhause, ihre Schule, manchmal sogar ihre Eltern verloren. In ihrer Freizeit trifft sich Wad al-Zawuri mit ihren Freunden im Camp. Sie hat jetzt auch angefangen zu singen. Später möchte sie Journalistin oder Sängerin werden, sagt sie. Ein klares Ziel, um vielleicht schon bald das Leben im Flüchtlingslager hinter sich zu lassen.